Am 4. März diesen Jahres ist es soweit. Die Entwickler von Polyphony Digital haben endlich den neuen Ableger der Gran Turismo-Reihe rausgebracht. Nun ja, ich durfte für euch den Titel schon etwas früher spielen und welche Kritikpunkte sich die Entwickler angenommen haben von den Vorgänger Gran Turismo Sport, das erfahrt ihr alles hier in diesem Test. Ich bin allerdings jemand, der nicht ganz tief drin ist in der Automobilbranche bzw. bei Autorennspielen und ich habe mir etwas Unterstützung für diesen Test geholt von jemandem, der es ganz sicher weiß. Seid gespannt, was kommt und viel Spaß bei diesem Video. Gran Turismo blickt auf eine lange Historie bis ins Jahr 1997 zurück und hat über die Jahrzehnte eine sehr treue und eingeschworene Fangemeinde aufgebaut. Mit über 400 verfügbaren Autos und mehr als 90 Strecken möchte der Entwickler Polyphony Digital den Grundstein für die nächsten Jahre seiner erfolgreichen Reihe legen. Denn über die Zeit sollen mit Updates weitere Autos und Strecken hinzukommen. Mit Gran Turismo 7 kehrt die Weltkarte zurück. Eine Ansicht aus der Vogelperspektive, die euch den Zugang zu den Spielfunktionen ermöglicht. Neu sind die verschiedenen Rennen und Aktivitäten, die ihr auf jeder Strecke angeboten bekommt. Time Trial, Drift Trial, Custom Races und Meeting Place. Außerdem gibt es auf jeder der Strecke einen Sunday Cup und einen Clubman Cup sowie ein Circuit Experience Feature. Insgesamt sind das über 100 Rennveranstaltungen. Ihr habt außerdem Zugang zu Lizenztests und Missionsrennen. Lizenztests beinhalten Tests, um Fahrtechniken von Grund auf mit einer Vielzahl von Minispielen zu erlernen. Die Missionsrennen hingegen sind einzigartige Events, die über das typische Rennen und Zeitfahren hinausgehen, wie zum Beispiel Dragrennen. Auch die Scapes aus Gran Turismo Sport kehren zurück. In diesem maßgeschneiderten Fotomodus könnt ihr eure Lieblingsfahrzeuge auf einer sehr imposanten Fotokulisse platzieren, um dadurch hochwertige HDR-Bilder zu machen. Eine weitere Neuerung in Gran Turismo 7 ist das Café. Das stellt im Wesentlichen den Kampagnenmodus des Spiels dar. Ist auch direkt in der Mitte der Weltkarte platziert, ist also von daher nicht schwer zu übersehen. Das Café wurde dazu entwickelt bzw. implementiert, um das Verständnis von Neueinsteigern in dieser riesigen Welt von Gran Turismo zu vertiefen und eben auch einen guten Überblick zu geben. Außerdem lernen wir eine ganze Menge über die Automobilkultur kennen. Der Kampagnenmodus ist wirklich sehr charmant gemacht, denn hier müsst ihr einfach Aufgaben aus den Menübüchern lösen, was insgesamt über 30 Stück sind, und wenn ihr diese Aufgaben gelöst habt, erklärt euch der Kaffeebesitzer Luca den Hintergrund und die Kultur hinter den Autos, um die es gerade geht. Das bringt Einsteiger ein Stück näher daran, warum Leute sich für Autos so sehr faszinieren. Ein Comeback feiert das Tuning und die Anpassung eurer Autos. Hier könnt ihr entsprechende Leistungsoptimierungen vornehmen. Das Besondere diesmal ist, dass die Leistungspunkte, die das Leistungsniveau eures Autos angeben, diesmal simulationsbasiert sind. Das bedeutet, sie besteht aus einer Gleichung, die Gewicht, Leistung und Reifenhaftung mit einkalkuliert. Die Leistungssimulation wird dabei im Hintergrund ausgeführt, um dadurch eine möglichst detaillierte Leistungspunktebewertung für das Auto zu ermitteln. Beim Tuning könnt ihr euch ordentlich austoben. Ihr habt 60 verschiedene Leistungsteile pro Auto sowie über 650 Aero-Teile, 130 Felgen und 1200 Lackdaten zur Verfügung. Gran Turismo 7 verfügt außerdem über einen Livery Editor. Hier könnt ihr eure Autos lackieren und umdekorieren lassen. Das Aufkleberlimit ist auch erhöht worden, außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Öl zu wechseln und euer Auto zu waschen. Gran Turismo 7 bietet euch viele Möglichkeiten, mit anderen Leuten zu interagieren und gegen sie anzutreten. In dem Spiel habt ihr beispielsweise einen Zwei-Spieler-Modus, der euch einen geteilten Bildschirm zur Verfügung stellt, sodass ihr zusammen in einem Raum spielen könnt, ganz im Stil der alten Schule. Selbstverständlich gibt es auch Lobbys und Treffpunkte, um online sich mit anderen Leuten zu messen. Wer es wirklich wissen will, wie gut er in Gran Turismo ist, der geht in den sogenannten Sportmodus, um so gegen Spieler aus der ganzen Welt anzutreten. Ihr solltet allerdings bedenken, dass bei Gran Turismo 7 ihr nicht sofort in die Online-Rennen einsteigen könnt, wie es bei den Vorgängern der Fall war. Hier benötigt ihr etwa 2 bis 4 Stunden, bis das Ganze freigeschaltet wird. Um den Sportmodus freizuschalten, müsst ihr beispielsweise im Café die ersten 10 Quests erledigt haben. Die Entwickler von Gran Turismo stellen dadurch sicher, dass ihr euch zunächst ein bisschen mit der Spielmaterie auseinandersetzt, bevor ihr euch gleich ins Online-Racing stürzt.
Für Leute, die allerdings einen Zweitaccount haben und mit diesen auch fahren, was ja nicht unüblich ist, dann, naja, müsst ihr diese Hürde eben nochmal nehmen. Sprich, ihr müsst diese 2-4 Stunden nochmal spielen, wenn ihr mit dem Zweitaccount ebenfalls in den Online-Modus wollt. Zu guter Letzt möchte ich euch von Gran Turismo 7 noch den Music Rally Modus vorstellen. Music Rally ist eine viel entspanntere Angelegenheit als die anderen Modi von Gran Turismo 7. Denn Ziel ist es hier eigentlich nur, die Landschaft und die Musik zu genießen. Um den Modus abzuschließen, musst du die ganze Zeit einem Musiktitel zuhören. Der Clou dabei ist, dass du beim Fahren Beats verlierst und nicht Sekunden. Wenn dir die Beats ausgehen, ist das Rennen vorbei. Oder du hörst eben den kompletten Track durch und hast dadurch das Rennen beendet und kriegst dann am Ende noch eine entsprechende Wertung. Während du fährst, kannst du jedoch Tore, das sind diese rosa Banner hier, passieren, um dir eben zusätzliche Beats zu holen. Ich persönlich fand die Musik-Rallys zwar ziemlich entspannt, aber eben auch nicht mehr. Sie sind ein ganz nettes Gimmick, aber letztendlich sind sie nicht der Ansporn, warum man Gran Turismo 7 spielen sollte. Es ist aber auch nicht schlimm, dass sie dabei sind, denn wenn man jemandem das Spiel zeigen möchte, der noch gar keine Berührungspunkte mit Gran Turismo hatte, dann ist das vielleicht der perfekte Einstieg. Die Grafik von Gran Turismo 7 sieht selbst bei der Fokussierung auf die FPS ziemlich imposant aus. Und es gibt eigentlich nur schwer, hier etwas auszusetzen. Wenn sich das Wetter ändert und man sich in der Cockpit-Perspektive befindet, muss man sich schon sehr zusammenreißen, weiterhin auf die Straße zu gucken und sich auf die verändernden Fahrbedingungen einzulassen, da das einfach fantastisch aussieht. Die wirklichen Leckerbissen bekommt ihr allerdings bei der Wiederholung in eurer Rennen. Da hier Raytracing sein Übriges tut und eure Bestzeiten mit einer grafischen Brillanz noch schmackhafter macht. Ich glaube, auf der PlayStation sah Autofahren selten so gut aus. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Gran Turismo eine ziemlich große Fanbasis hinter sich vereinen kann. Ich als eingefleischter Gamer kann natürlich auf die verschiedenen Aspekte des Game Designs eingehen oder beurteilen, ob die Grafik gut ist bzw. die Steuerung auf einem Controller, aber richtig eingefleischten Gran Turismo Fans mache ich hier einfach nichts vor. Ich kann höchstens beurteilen, ob das Spiel für Einsteiger gut geeignet ist und Spoiler-Alarm, ja, das ist es. Um aber auch eingefleischten Fans gerecht zu werden, habe ich mir gedacht, ich muss mir hier jemanden ranholen, der wesentlich mehr Erfahrung hat mit Gran Turismo, als ich das habe. Und ich kenne da Gott sei Dank jemanden, Mr. Eric, der ist auf Weltranglisten unterwegs, auf ziemlich guten Platzierungen, wenn ich mich nicht täusche. Und von daher habe ich gesagt, ey, du hast doch so eine Sim-Racing-Station, wie ist eigentlich da das Spielgefühl? Was jetzt folgt, ist die Meinung und Einschätzung von Mr. Eric, wie gesagt, jemanden, der auf der Weltrangliste ziemlich gut mit dabei ist und das Ganze aus einer, ja, Profi-Sicht beurteilen kann. Gran Turismo 7 lässt sich selbstverständlich auch mit Lenkrad und Pedale spielen. Und hier hat mir Mr. Eric erzählt, dass bei seiner Racingstation, welche mit dem CSL Elite von Fanatec ausgerüstet ist, man sich im Vergleich zum Vorgänger durchaus umgewöhnen muss. Zum einen liegt das an der überarbeiteten Fahrphysik. So fiel es ihm am Anfang stark auf, dass die Autos wesentlich schneller ausbrechen als beim Vorgänger. Hier mal ein demonstratives Beispiel. Nach der Umstellung des Force-Feedbacks von Stufe 5 auf 8 von insgesamt 10 war dann allerdings erstmal eine akzeptable Einstellung gefunden. Warnen soll ich an dieser Stelle allerdings Simracer mit preisgünstigeren Lenkrädern, denn diese kommen mit hohem Force-Feedback nicht immer zurecht. Solltet ihr zu dieser Gruppe gehören, seid also auf jeden Fall vorsichtig mit den Einstellungen, die ihr dann vornehmt. Für Mr. Eric war ziemlich schnell klar, dass sich der Fokus von Gran Turismo 7 wieder verstärkt auf die Simulation richtet. Und das muss nicht immer etwas Gutes sein, denn besonders Fahrer im mittleren Bereich könnte dieser Umstand sauer aufstoßen. Er empfiehlt daher, sich eine Eingewöhnungszeit von mindestens 7-10 Tagen zu nehmen, um sich an das neue Fahrgefühl zu gewöhnen. Trainieren könne man das aber ziemlich gut, denn die KI verdient seiner Meinung nach endlich eine entsprechende Erwähnung. Denn wenn man die KI auf schwer stellt, dann ist sie auch für geübte Fahrer endlich eine Herausforderung. Zu den eingeführten Wetterbedingungen, welche einen Einfluss auf Grip und Handling haben, könne er allerdings noch nicht viel sagen, da er hierfür einen längeren Erfahrungsbericht bräuchte. Die Idee dahinter imponiert ihm aber.
Außerdem ist die Implementierung von den verschiedenen Weltrangspielern als KI oder Coach in den verschiedenen Teilen des Spiels für ihn ein gelungenes Feature. Als Fahrer fühle man sich daher von den Entwicklern ernst genommen und zelebriert. Ich hoffe, diese professionelle Einschätzung hat euch gut gefallen. Ich habe das möglichst gut wiedergegeben, was er mir alles erzählt hat. Wenn euch das Ganze natürlich noch tiefer interessiert und ihr Fragen habt, die jetzt offen geblieben sein sollten, dann stellt diese bitte runter in die Kommentare. Wir leiten die natürlich weiter und versuchen, das bestmöglich zu beantworten. Ich persönlich habe Gran Turismo 7 mit dem Gamepad ausprobiert und muss sagen, dass mir das haptische Feedback auf der PS5-Version sehr gut gefallen hat. Erhebungen bzw. Mulden in der Straße werden auf dem Controller übertragen. Es ist einfach faszinierend, wie selbst Aquaplaning durch den DualSense-Controller wiedergegeben werden können. Das Fahrgefühl für mich als Racing-Noob war eine echt tolle Erfahrung. Insgesamt ist Gran Turismo 7 ein wirklich eindrucksvolles Spiel. Die Entwickler haben einen Einsteiger wie mich voll ins Boot geholt und mir die Faszination an Autos ein Stück näher bringen können. Egal, ob es das Sammeln der Autos ist, das Tuning oder die Rennen selbst, alles wirkt sehr durchdacht und erzeugt in einem das Gefühl, immer weiterfahren zu wollen und besser zu werden. Das Spiel wird eigentlich nie frustrierend, da man immer gut erkennen kann, an welcher Sache es gerade gelegen hat. Das Entdecken der Fehlerquelle geschieht quasi on the flow. Für Profis wie Mr. Eric ist das Spiel zwar zunächst mit einer Umgewöhnungsphase einhergegangen, aber die Entwicklungen im Gegensatz zum Vorgänger sind natürlich deutlich erkennbar. Ob diese alle in ihrer Gänze in eine positive Richtung gehen, bleibt abzuwarten. Wenn ihr also wieder die Motoren dröhnen lassen wollt, dann solltet ihr Gran Turismo 7 mehr als nur eines Blickes würdigen. Okay Leute, das war's dann soweit mit diesem Test-Review zu Gran Turismo 7. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines unserer Videos verpassen wollt, wir haben beispielsweise auch einen Test zu Horizon Forbidden West gemacht oder einen Movie-Talk zu The Batman. Oh Leute, da könnt ihr euch auf was freuen. Das findet ihr beides hier an der Seite. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns demnächst bestimmt wieder hier bei techradar.de.